Es ist 8 Uhr früh. Hier an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät werden die letzten Vorbereitungen für eine Expedition getroffen. Die Kursdaten sind überprüft, die Akkus geladen. Ich denke, wir haben's. Frank Niemeyer und Matthias Naumann gehören zur Professur Geodäsie und Geoinformatik. Es geht also um die Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche. Doch das Equipment, welches hier verwendet wird, ist ungewöhnlich. Also wir fahren jetzt nach Margrafenheide in die Richtung. Und zwar in das Gebiet der Spülfelde. Das ist nordöstlich von Rostock. Und dort wollen wir eine Befliegung durchführen. Dort wurde eine Deichbauanlage letztes Jahr oder dieses Jahr gebaut. Und die haben wir auch während der Bauphase mehr oder weniger überflogen und haben Orthofotos, also Luftbilder erstellt und haben damit die Baufortschrittsdokumentation durchgeführt. Ja, im Prinzip wollen wir schauen, wie ist das Potenzial dieser UAVs überhaupt in der Geodäsie zum Beispiel, in der Vermessung, in der Fotogrammetrie, was kann man damit erreichen? Und die ersten Ergebnisse sind wirklich sehr vielversprechend und ja, gewisser Spaßfaktor ist auch dabei. Zum vierten und letzten Mal werden heute Frank Niemeyer und Matthias Naumann den Bau des Testdeiches mit ihren UAVs dokumentieren. Also wir legen dann diese Control Points aus, hier im ganzen Gebiet. Und die werden dann mit GPS eingemessen. Das ist hier unsere RTK dazu, also hochgenau bestimmt. Wenn wir mit dem UAV im Prinzip dieses Gebiet abfliegen, dann nehmen wir ja immer mit der Kamera darunter nur Teilgebiete von diesem großen Projekt auf. Die werden dann später dann digital verknüpft und in den Bildern selber sind dann diese Punkte zu sehen. Und über diese Punkte kann dann dieser ganze Bildverband georeferenziert werden. Nun können die UAVs startklar gemacht werden. Die Unmanned Aerial Vehicles, zu Deutsch unbemannte Luftfahrzeuge. Sie werden gelegentlich auch als Drohnen bezeichnet. So, das ist die MD4 1000 von der Firma Microdrones, wie man hier auch sieht. Wir brauchen keinen Führerschein in dem Sinne dafür vorlegen. Mit der Drohne dürfen im Prinzip alle fliegen, die eine kurze Einweisung in das System bekommen haben. Okay, das ist erstmal das eine. Das System selber wäre jetzt schon fast einsatzbereit. Was wir jetzt brauchen, ist noch die Basisstation. Hier ist eine Antenne drin, Verstärker, den schalten wir auch gleich mal an. Die Basisstation wird oft nur für Start und Landung voll genutzt. Das UAV selbst wertet etwa 100 Messdaten über 100 Mal in der Sekunde aus und kann so selbstständig die programmierte Flugroute abfliegen. Also das UAV selber nimmt jetzt eine Art Schwebeposition ein im Himmel. Solange ich nicht Einfluss nehme, übernimmt das UAV die Steuerung. Und ich kann jetzt über einen Hebel die Wegpunktliste aktivieren, sodass der Autopilot prinzipiell jetzt die Steuerung übernimmt. Das tue ich jetzt an der Stelle. Und das passiert jetzt. Nun macht das UAV auf der programmierten Flugstrecke aus 85 Metern Höhe jeweils ein hochaufgelöstes Foto pro Sekunde. Auch der Oktokopter von Matthias Naumann wird heute gestartet. Der Oktokopter ist mit einer Thermalkamera ausgestattet und soll prüfen, ob die Control Points, also Kontrollpunkte aus Aluminium, auf Thermalfotos gut erkannt werden. Falls das gelingt, könnten in Zukunft auch Temperaturabbildungen auf den Zentimeter genau erstellt werden. Nicht einmal einen Vormittag hat die komplette Erfassung des Deiches gedauert. Konventionelle Methoden erfordern deutlich mehr Zeit und Personal. Ja, also das war heute eigentlich eine schöne Geschichte, so hat sich. Wir hatten eigentlich sehr gute Bedingungen gehabt, außer ein bisschen Wind und auch, dass es sehr kalt war. Die Kälte, die wirkt sich besonders auf die Akkus und auf die Flugzeit aus, aber an sich haben wir jetzt die Daten erhoben, fahren jetzt in den Innendienst
und werten im Prinzip jetzt die Daten, die Bilder aus. Die gemachten Fotos werden von einer Software intensiv analysiert und so zusammengefügt, dass sie gemeinsam eine dreidimensionale Abbildung des gesamten Areals ergeben. Dieser Vorgang nennt sich Stitching und erfordert besonders leistungsstarke Computer. Auf dem Foto finden sich auch die ausgebrachten Kontrollpunkte aus Aluminium wieder. Diesen Punkten werden schließlich die Ergebnisse zugeordnet, die Frank und Matthias bei ihrem Rundgang mit der GPS-Antenne ermittelt haben. Um Höhenunterschiede im Gelände leichter zu erkennen, werden die Karten eingefärbt. Je höher etwas ist, desto roter wird es hier dargestellt. Zum Beispiel diese Baufahrzeuge. Schließlich lassen sich sogar Differenzbilder erzeugen. Mit deren Hilfe werden Veränderungen sichtbar gemacht, die im Zeitraum zwischen zwei Luftbildaufnahmen eingetreten sind. Hier ist an den Grüntönen zu erkennen, dass sich Teile der Deichspitze in 6 Monaten zwischen 10 bis 15 Zentimetern abgesenkt haben. Im Anwendungsbereich gibt es sehr viel Potenzial, zum Beispiel für fotogrammetrische Anwendungen oder fernerkundliche Anwendungen. Wir können mit diesen UAVs sehr viel niedriger fliegen, sehr viel langsamer, punktgenaue Aufnahmen auslösen, die mit der klassischen Fotogrammetrie, zum Beispiel mit Flugzeugen, so nicht möglich waren. Zu diesen UAVs zählen zum Beispiel auch Blimps, so eine Luftkissen getragenen Systeme, aber auch Starrflügler, Motorsegler und sowas. Ja, in diesem Bereich sind die Universitäten alle fast interessiert. An der Universität Rostock wird zurzeit an einem 5-Kamerasystem für UAVs geforscht. Damit könnten noch präzisere 3D-Bilder erstellt werden als bisher. Wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg bei ihren Forschungen und den UAVs immer eine gute Landung. Jetzt gerade war es oder okay. Sollen wir mal schnell das Video gucken? Okay, er nimmt noch auf.